Hi, ich bin Luisa. Und ich bin Joscha und wir lieben Fulda und natürlich auch die Landesgartenschau. Deshalb sind wir heute hier. Wir haben euch ja bereits ein paar Einblicke in den Wassergarten und in den Kulturgarten gegeben und heute dreht sich alles um den Genussgarten. Ganz genau, denn auf der Landesgartenschau gibt es nicht nur die große Ausstellungsfläche mit Blumen und den neu gestalteten Arealen natürlich hier in Fulda, sondern auch ein vielfältiges Programm und verschiedene Attraktionen und die schauen wir uns heute mal genauer an. Los geht's mit Yoga auf der Wiese hinter uns, da schauen wir doch mal vorbei. Hier macht der Genussgarten seinem Namen alle Ehre. Bei Nelles gibt es leckere regionale Küche, kühle Getränke, Kaffeekuchen und Eis und besondere Grill-Events. Das ist die Blumenschau. Hier gibt es regelmäßig wechselnde Ausstellungen zu verschiedenen Themen und man kann sich entweder für den eigenen Garten inspirieren lassen oder einfach ein bisschen träumen. Ein absolutes Muss ist eine Fahrt mit dem City Skyliner Grüne Aussicht. 72 Meter Höhe versprechen einen atemberaubenden 360-Grad-Blick über das gesamte Gartenschaugelände und die Dächer von Fulda bis in die Rhön. Für Dauerkartenbesitzer gibt es das Ticket für den Aussichtsturm bereits für 5,50 Euro. Am Abend präsentiert der Fuldaer Musical-Komponist Dennis Martin auf der Parkbühne Highlights aus verschiedenen Produktionen. Unterstützt wird er dabei von Musical-Stars wie Sabrina Weckerlin und Sascha Kurt. Über 4000 Besucherinnen und Besucher sind gekommen, um das Konzert zu genießen.